Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan, hier für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich heute so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute wollen wir uns ein Achievement hier aus dem Dragonflight Pre-Patch anschauen und ich wollte euch noch ein paar kleine Hintergrundinformationen zu einer oder anderen Sache hier im Pre-Patch geben und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir gleich an. Als erstes schauen wir uns mal das Achievement an, beziehungsweise wenn wir richtig gucken wollen, ist es eine Heldentat, denn es bringt hier einmal keine Punkte und das Ganze schimpft sich gegen die Elemente. Was müssen wir dafür machen? Besiegt alle Elementalords während der Ereignisse vor der Veröffentlichung von Dragonflight. Ja, was ist das für ein Ereignis, beziehungsweise was sind das für Elementalords? Ihr seht es hinter mir schon, hier ist so ein kleines Event und bei diesen kleinen Events gibt es dann immer dementsprechend Bosse. Wo diese Events sind, seht ihr übrigens auf der Map und zwar, wenn wir jetzt hier auf die große Map gehen, sehen wir einmal hier unten in Ogoros ein Event, dann haben wir hier im Brachland ein Event und dann haben wir, wenn wir hier rüber in die östlichen Königreiche gehen, haben wir auch noch einmal in den im Ödland ein Event. Diese Events sind immer 2,5 Stunden ab, danach ist ein bisschen Pause, so ja, 15 Minuten, sowas um den Dreh rum und dann starten die nächsten Events. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Events. Es gibt quasi einmal hier unten, seht ihr, das Sturm-Event, Erden-Event, Feuer-Event und ein Wasser-Event. Aktuell auf dem Live-Server ist es so, dass 3 Events gleichzeitig ab ist oder ab sind. Es kann auch sein, dass jetzt zum Beispiel auch 2 Feuer gleichzeitig da sind, also man müsste ein bisschen warten, bis dann dementsprechend die nächsten Events kommen. Bei den Events läuft das so, dass hier die ganze Zeit, ja, Elementare spawnen, die haut ihr um. Beim Feuer werden Feuerelementare, beim Wasser werden Wasserelementare und so weiter, ne, dürfte relativ klar sein. Diese droppen übrigens auch eine Währung. Und zwar haben wir hier unten einmal urzeitliche Essenz. Das könnt ihr dann eintauschen gegen unter anderem einen Toy, werde ich aber auch nochmal in einem Video zeigen. Und dann gibt es da noch einen Haufen Gear-Items, ich glaube 252, 270, irgendwie sowas um den Dreh rum. Also für Twinks gut, für Main-Chars ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Und dann haben wir die Bosse. Und die Bosse kommen alle halbe Stunde. Und wenn ihr jeden Boss einmal getötet habt, dann kriegt ihr dementsprechend das Achievement. Diese Bosse können auch neben den Marken hier spezielle Items droppen, die ich jetzt hier im Inventar habe. Da werden wir jetzt gleich mal drauf zum Sprechen kommen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal noch so einen kleinen Trick, ist jetzt übertrieben, aber wie ihr die Bosse am schnellsten farmen könnt. Und zwar, ihr geht einfach bei Benutzer definiert ins Tool und dann sucht ihr euch halt raus, wo ihr seid. Okay, ich bin jetzt hier im Ödland, das ist auf Englisch, ist das Badlands und dann ist hier ein Boss ab, dann queue ich mich rein und dann hoffen wir halt, dass man eingeladen wird. Am besten queut ihr euch bei ein paar mehr rein. Okay, da wurde ich jetzt abgelehnt, das hat nicht funktioniert. Da ist auch nochmal Badlands drin, XP-Farm, das sind nicht die Bosse. Müsst ihr halt gucken, Ödland, okay, Badlands, XP-Farm. Das kann man übrigens auch mit Loadchars nutzen, um dementsprechend so ein bisschen Erfahrung zu farmen. Jetzt geben wir hier einfach mal Bad ein und schauen einfach mal, hier ist eine Gruppe, wo anscheinend ein Boss ab ist. Und dann kann man da einfach so ein bisschen hoppen. Ihr könnt die Bosse so oft umhauen, wie ihr wollt. Ihr kriegt jedes Mal den vollen Loot. Das Einzige, was euch quasi hindert, ist das, wenn der Boss nicht da ist. Wenn ihr einen Boss aktiv habt, dann ist es so, dass ihr erstmal einen Balken quasi leeren müsst. Da spawnen nämlich dann extra Mobs, die müsst ihr töten. Und wenn ihr dann 100 extra Mobs getötet habt, dann ist es quasi so, dass der Boss rauskommt. Ihr haut den Boss um, die können meistens nichts Besonderes. Und ja, dann gibt es quasi Credit, wenn ihr ihn getötet habt, fürs Achievement. Jetzt gucken wir mal. Ah, da haben wir so eine Situation. Hier seht ihr, jetzt müssen wir halt 100 Viecher töten. Und dann kommt dementsprechend der Boss raus, der aktuell noch nicht angreifbar ist. Mit einer, ja, halbwegs okayen Chance können dann diese Bosse, ihr seht, von dem Feuerding habe ich schon einen Haufen hier rumliegen, bestimmte Marken droppen. Jetzt muss ich hier mal einen Ticken weg von dem Boss gehen, weil da sind immer relativ viele Spieler und dann leckt es ziemlich. Und zwar haben wir getrübtes urzeitliches Feuer und da gibt es dann insgesamt noch ja, andere. Es gibt dann hier quasi Sturm, Wasser und Erde und die können wir dann auch kombinieren. Und wenn wir diese kombinieren, dann können wir, oh, die Animation ist relativ cool, sehe ich gerade. Dann können wir uns ein spezielles Item holen. Und zwar ist das ein Erbstück-Item. Und das ist ein Trinket, was man, soweit ich weiß, nur hier sich hier im Pre-Event einmal besorgen kann. Gut, das hatten wir auch eingetütet. Und das kann ich euch jetzt mal noch kurz zeigen. Ich bin immer noch ein bisschen überfordert hier unten mit dem Menü. Da muss man noch ein bisschen gucken. Ach ja, übrigens, wenn ihr Quests hier macht, die ihr aus den Hauptstädten kriegt, das ploppt automatisch auf, wenn ihr quasi einloggt, dann gibt es auch noch ein nettes Pet. Da müsst ihr einfach hier nur ein paar Mobs für töten, ein paar Marken eintüten, dann gibt es halt dieses nette kleine Pet nochmal. Wir wollen jetzt aber einmal jetzt das Erbstück noch angucken. Das müsste wahrscheinlich jetzt hier irgendwo drin sein. Zumindest habe ich es auf jeden Fall im Inventar und dann müsste man es eigentlich hier auch
sehen, ah, da unten, da wo groß neu dran steht, das ist jetzt aktuell auf 0 von 1, heißt, wenn ihr es auf Max haben wollt, müsst ihr es noch einmal upgraden, aber prinzipiell, ja, ist es schon relativ hoch, geht bis 49, wenn ihr es dann upgradet, geht es halt bis 59. Ja, das ist es soweit, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr die Marken effizient farmen wollt, so habe ich es nämlich auch gemacht, dann macht ihr immer am besten nur die Bosse, die bringen zwischen 25 und 30 Marken. Das geht dann relativ schnell, dementsprechend hier die Marken zusammen zu farmen, um euch dementsprechend alles Mögliche zu kaufen, was es beim Händler gibt. Das werden wir uns aber in einem anderen Video nochmal angucken. Ich denke mal, damit wären wir jetzt soweit durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.